Hi zusammen, Flaptor hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video und diesmal reden wir oder dreht sich alles um die Anfänger bzw. um den Start des Games. Ich werde oft gefragt, was soll ich als erstes tun, worauf soll ich mich konzentrieren, und um diese Fragen zu beantworten heute, ja, ich würde sagen, der Walkthrough oder sprich der Masterplan für euch, wie ich persönlich den Anfang sehe. Fangen wir an. Als erstes würde ich persönlich euren Starterheld auf 60 bringen. Da es 4 Starterhelden gibt und ich ja immer Kael empfehle, würde ich euch auch empfehlen, Kael als erstes auf 60 zu bringen. Denn mit eurem Starterheld werdet ihr die anderen Champs nachziehen. Ihr werdet die Kampagne farmen, ihr werdet Artefakte farmen, ihr werdet Masteries farmen, und dazu braucht ihr einen Charakter, der die anderen einen durchzieht, zumindest von den Leveln am Anfang. Deshalb euer Starterheld so schnell wie möglich auf 60 bringen, gezielt. Also in der Kampagne so schnell wie möglich Progress machen, denn umso weiter ihr in der Kampagne kommt, umso höher sind eure Belohnungen. Also sprich, wenn ihr in normal die Stufe 1 fahrt mit einem Held, bekommt ihr halt nur, keine Ahnung, 2000 Belohnung XP und in der höchsten Stufe dann 8000 Belohnung XP. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass für die Energie der Einsatz dann immer besser wird, umso höher ihr kommt. Das heißt, fahrt so schnell wie möglich Progress in Richtung höhere Level. Auch wenn ihr noch alles nur einen Stern habt, geht weiter in schwer brutal. Dort, wo ihr am weitesten kommt, also dort, wo ihr am ehesten farmen könnt, gezielt zu 100%, dort levelt ihr dann weiter. Das für mich Punkt 1. Punkt 2. Für die tägliche Belohnung würde ich euch empfehlen, joint einen Clan. So wie ihr Level 10 erreicht habt, glaube ich, könnt ihr einem Clan joinen, um den Clan-Boss zu machen. Den Clan joint, indem ihr unten drauf drückt, dann könnt ihr auf die Liste gehen und könnt dann einen beliebigen Clan einfach joinen, Beitrittsanfrage senden und joinen. Wenn ihr keinen habt, joint einfach meinen Clan für Anfänger. Dazu müsst ihr bloß in Discord kommen und schon habt ihr die Möglichkeit, da reinzukommen. Es ist egal, welches Level ihr seid, da geht es erstmal nur darum, dass ihr Progress machen könnt. Und ganz wichtig, ihr könnt am Anfang beim Clan-Boss, oder beziehungsweise im ganzen Spiel nicht nur am Anfang, sondern ihr kriegt jeden Tag Belohnung. Das heißt, haut so viel Schaden rauf, wie ihr könnt, ihr bekommt jeden Tag Belohnung vom Clan-Boss. Ja, die wollt ihr haben. Darunter sind wichtig für Level Gebräue hier oben. Ja, die bekommt ihr davon. Ihr bekommt Ausrüstung, ihr bekommt Gems, ja, ihr bekommt Rüstungsteile. Ihr bekommt seltene Bücher, die ihr am Anfang braucht, um eure Champion die Fähigkeiten zu verbessern, und. Macht den Clan-Boss täglich, dafür müsst ihr einen Clan joinen. So wie ihr den Clan-Boss machen könnt, macht einfach ein Arena-Team. Nehmt die Champs, die ihr habt, und geht in die Arena. Auch wenn ihr bloß Silber seid, geht rein, farmt die Arena, damit ihr euren großen Saal so schnell wie möglich pusht. Denn das gilt accountweit. Ihr müsst nicht für jeden Charakter wieder neue Artefakte sammeln, die absolut perfekte Substats haben, sondern ihr könnt dann hier Bonus für alle Charakter im ganzen Spiel freischalten. Das geht für überall. In der Dungeon, Kampagne, Fraktionskriege, Clan-Boss, Arena, überall gelten diese Bonuswerte. Wer das wissen will, worauf sich zuerst konzentrieren soll, ich habe jetzt hier gleich oben rechts wird ein Guide verlinkt. Dort könnt ihr reinschauen, den Detailguide für die große Halle. So, als nächsten Step. Viele werden gefragt, was soll ich mit meinen ersten Gems machen? Wenn ihr länger vorhabt, als 100 Tage zu spielen, baut eure Mine aus. Das kostet euch 1500 Gems. Das amortisiert sich nach ungefähr 100 bis 110 Tagen amortisiert sich das, und danach macht ihr mit der Mine Gewinn. Ja, ich spiele das Spiel jetzt schon über ein Jahr oder fast ein Jahr, und da habe ich durch eines Gewinn an der Mine gefahren. Ja, da investiert ihr die ersten Gems. Die zweiten würde ich euch empfehlen, sofort in die Masteries eures Starterhelden zu investieren. Ihr könnt ja hier oben die Packs kaufen. Für 800 Gems könnt ihr einmal die ganzen Masteries freischalten. Würde ich euch nur für euren Starterhelden, idealerweise Kael, investiert die dort, damit er Progress machen kann, damit er mehr Damage macht am Clan-Boss wie auch in den sonstigen Content. Was ihr nicht machen solltet, ist ein ganzes Team damit kaufen, sondern ihr solltet versuchen, nur den Starterheld damit zu machen, weil der alleine kann Mino 15, also Minotaurus 15, nicht farmen, wo ihr die Schriftrollen bekommt. So, nächster Tipp. Schließt täglich eure Dailies ab. Ihr habt tägliche Missionen, ja, die solltet ihr machen. Ihr habt wöchentliche Missionen, die solltet ihr machen, und ihr habt monatliche Missionen, die solltet ihr machen. Meine ist gerade abgeschlossen. Ihr bekommt im Monat 6
blaue Splitter, wenn ihr sie täglich macht. Nein, stimmt nicht. 5. 5 blaue, einen lilanen und einen gelben Splitter. Und dazu Haufen Energiepacks. Ja, Refills, XPs, Silber, Gems jeden Tag um 10. Das sind im Monat auch 300 Gems. Nehmt die mit, macht die. Es ist easy zu schaffen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel einen noch offen, schlage den Kampagnenboss. Dann gehen wir da schnell hin, machen das noch schnell einmal. Das gilt auf jede Stufe. Das könnt ihr auf jeder beliebigen Stufe machen. Dazu müsst ihr nicht brutal Albtraum oder sonst was farmen. Es geht auch auf der leichtesten im ersten Level den Kampagnenboss. Ja. Also wo ihr das macht, ist vollkommen egal. Gut, während das hier läuft, der nächste Tipp. Die ersten Artefakte, die ihr bekommt, die euch gefallen. Thema gefallen, welche Artefakte sind gut? Verlinke ich euch einen Artefakt-Guide. Auch in der oben rechts seht ihr gleich die zwei Artefakt-Guides. Die beiden Guides dienen dazu, euch zu zeigen, welche Artefakte gut sind. Aber das gilt wie mit allen in dem Spiel. Alles, was ihr bekommt, zum Beispiel die Artefakte levelt ihr nur bis Level 8. Die Splitter, die ihr bekommt, öffnet ihr auch nur erst dann. Immer dann, wenn ein Event aktiv ist. Ist ein Artefakt-Upgrade-Event aktiv, upgradet ihr eure Artefakte. Beispiel, wir haben jetzt bald morgen in 20 Stunden beginnt das Artefakt-Upgrade-Ereignis oder Verbesserungsereignis. Dort level ich meine Artefakte auf 16, die mir noch fehlen. Wenn ein Splitter-Event aktiv ist, dann öffne ich meine Splitter. Sonst nicht, sonst sammelt sie, auch wenn es in den Fingern juckt. Grüße an Tobo. Wenn es in den Fingern juckt, wartet. Holt euch immer das Maximum an Belohnung für das, was ihr investiert. Und um auf diesem Thema noch weiterzufahren. Es ist oft der Fehler gemacht, immer alle Splitter zu öffnen. Wenn zum Beispiel ein Event aktiv ist, was Antike und Heilige betrifft, dann lasst die leeren Splitter liegen. Ist ein Event für leeren Splitter aktiv, dann lasst die Antiken und Heiligen liegen. Ja, ist ein Event für die Heiligen liegen, dann lasst die Antiken und leeren Splitter liegen. Die mysteriösen Splitter, die öffnet ihr am Anfang sofort. Denn ihr habt die Möglichkeit, aus diesen grünen Splittern den Apotheker zu ziehen. Was ein enormer Account-Push ist und der fördert euren Progress extrem. Den wollt ihr haben. Die Möglichkeit ist nicht hoch, aber wie aus allen Splittern, ja, ist bei selten 1,4%. Nichtsdestotrotz, die grünen bekommt ihr überall täglich im Markt. Die bekommt ihr in der Kampagne, in den Dungeon, egal. Holt euch, versucht euch den Apotheker zu holen. So, um Thema Artefakte nochmal zu kommen, es machen viele den Fehler, sie gehen dann schon mit Level 20, 30 Account Level und versuchen hier, keine Ahnung, Level 6 Drachen zu farmen. Das macht ihr bitte nicht, denn der Drache gibt euch zwar Artefakte, die vielleicht besser sind von den Werten her, weil es epische sind oder wie auch immer, aber am Anfang wollt ihr gezielt so schnell wie möglich die Gems ausstatten. Das macht ihr bitte in der Kampagne. In der Kampagne könnt ihr gezielt auf euer, sagen wir mal Beispiel, wir wollen jetzt ein Lebensraubset haben und brauchen einen Schuh. Dann geht ihr hier rein und farmt den Schuh, den ihr haben wollt. Genauso bei den Geschwindigkeits-Items, die sehr beliebt sind. Auch dort ein weißer Geschwindigkeitsschuh, 5 Sterne, den kriegt man hier relativ gut. Also ich würde sagen, von 100 Läufen sind 2 drin. Das habt ihr beim Drachen nicht. Ja? Natürlich sind die Substats nicht ideal, aber lieber habe ich einen 6 Sterne Geschwindigkeitsschuh als keinen. Drum farmt eure ersten Artefakte in der Kampagne. Ganz wichtig. Nächster Tipp. Investiert bzw. verbraucht eure Schlüssel in den Fraktionskriegen. Auch wenn ihr nur Level 1 farmen könnt, egal. Jede Glyphe hilft euch, besser zu werden. Ja? Ihr seht schon, man kann hier Level 1 Glyphen, sind immer 1%. Wenn ihr euch vorstellt, ihr macht in 6 Items 6%, 6 mal 1% LP rein, habt ihr 6% mehr Lebenspunkte. Das ist viel. Wenn ihr 10k Base habt, 6%, habt ihr 600 mehr Defense. Aus diesem Grund holt euch die Glyphen. Vor allem die Geschwindigkeitsglyphen sind die, die ihr haben wollt. Die lohnen sich sehr. Dann werde ich gefragt, machst du das auch? Ich mache ja, guckt. Ich schaffe jetzt zum Beispiel bei der Fraktion Skinwalker, habe ich nur Level 6. Trotzdem farme ich die jedes Mal weg, auch wenn ich nur Level 6 bin. Ich bin in anderen Fraktionen weiter, natürlich. Da farme ich natürlich die Level, die ich dann weiter unten schaffe. Ansonsten das, was ihr könnt. Ja? Nehmt irgendwelche kleinen Level-Champions mit, packt den auf billigstes Equip und holt euch wenigstens die Stufe 1. Dann was Allgemeines. Verbraucht eure Energie, verbraucht eure Arena-Marken und verbraucht täglich auch eure Clanboss-Schlüssel. Lasst sie bitte nicht am Cap liegen. Warum? Ihr bekommt alle 3 Minuten eine Energie und jede Stunde bekommt ihr einen Arena-Token.
Wenn die aber das Cap erreichen, zum Beispiel bei den Arena-Token von 10, dann bekommt ihr keinen mehr. Dann bleibt das 10 von 10 stehen. Und somit verliert ihr jede Stunde ein Arena-Token. Das heißt, verbraucht die. Genauso die Energie, dort bekommt ihr eine Energie alle 3 Minuten. Das heißt, wenn 130 bei mir erreicht sind, bekomme ich keine mehr. Ihr seht jetzt, nach 32 Sekunden bekomme ich eine Energie. Und dann geht es wieder von vorn los. Das heißt, verbraucht sie. Verbraucht sich selbst refillende Ressourcen. Wichtig. Dadurch verliert ihr sonst, wie soll ich sagen, sehr viel. Wenn ihr das mal hochrechnet, was da am Tag sonst verloren geht, wenn ihr das einfach stehen lasst, ist nicht zu unterschätzen. Dann öffnet sich häufig die Frage in den Streams oder in den Videoguides oder in den Account-Supports, die ich tue oder mache, wo ich Geld investieren will, wenn ich welches investieren will. Welches Angebot lohnt sich, welches nicht. Punkt 1, es gibt einen Rechner, wo ihr ausrechnen könnt, ob sich ein Paket lohnt. Oder im Plarium-Universum, ganz wichtig. Das findet ihr bei meinem Discord verlinkt, in der Laberecke angepinnt. Aber das viel Wichtige ist, das einzigste Paket, was ich jedem sofort empfehlen würde, wäre der Schlachtpass. Die ganze Belohnung, die ihr hier seht, könnt ihr bekommen für relativ, in Klammern, wenig Geld, ja, also weniger als andere. Da ist so viel Energie drin, Klammerschlüssel und wichtig, es sind Gems drin. Unter anderem auch der geweihte Ritter, der sehr, sehr gut ist. Ihr bekommt hier Rüstungsartefakt-Sets, blaue Splitter, Energie, Klammerschlüssel, XP-Boost, Battle Pass-Bonus, ja, also der hier oben, der euch mehr Silber und mehr Erfahrungspunkte gibt. Deshalb, wenn ihr Geld investieren wollt, der Schlachtpass ist das, wo ihr als erstes Geld investieren solltet, wenn ihr welches investieren wollt. Ihr könnt natürlich auch Free-to-Play spielen. Wie ihr spielt, bleibt euch überlassen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es könnt alles erreichen, ganz wichtig, aber als Free-to-Play-Spieler dauert es bedeutend länger, als natürlich, wenn man Geld investiert. Das ist klar. Das ist bei allen so ein Gacha-Game so. Und last but not least, ein Tipp von mir. Macht euch nicht zu viele Baustellen auf. Ich sehe ganz oft, ich gehe auf die Champion-Übersicht und sehe hier 11, 12 Champs auf Level 55. Macht das bitte nicht. Geht ein Champ nach den anderen. Ihr seht jetzt zum Beispiel bei mir, ich mache gerade Husk. Husk ist bei mir 57, das ist mein nächster Champ, den ich ausbilde, Masteries mache, equippe, teste. Dann kommt bei mir als nächstes Markt und Graubart dran und danach war es das erstmal. Teste ich die und dann gehe ich an die nächsten Champs. Macht nicht zu viel. Ihr verschwendet sonst Ressourcen. Lieber habt ihr 5 mittelprächtige Champions auf 60, mit denen ihr farmen könnt, als 12 auf 55, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Die Ressourcenverschwendung ist einfach enorm, wenn ihr das so veranstaltet oder so handhaben wollt. Also bitte konzentriert euch auf einen Fokus. Da setzt euch einen Fokus. Wenn ihr nicht wisst, worauf ihr den Fokus setzen sollt, joint meinen Discord-Server, schaut meine Videoguides. Mein YouTube-Channel gibt sehr, sehr viele Videos schon. Oder, wie gesagt, joint den Discord-Channel, fragt mich, fragt uns, wir oder ich werden euch definitiv weiterhelfen. Und wenn es gar nicht weitergeht, dann meldet euch für einen Account-Support an. Dafür gibt es auch das Anmeldeformular bei mir im Discord. Und dann helfe ich euch persönlich weiter. So, und mit diesem Leitfaden hoffe ich, dass ihr so einen groben Touch habt, wo die Reise hingehen soll. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den, ja, mit dem Progress, den ihr im Spiel machen könnt. Ich werde noch ein paar mehr Videos machen, wo ihr in den einzelnen Steps drauf achten sollt. Das sollte jetzt mal der grobe Leitfaden sein. Dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Genießt die Zeit zu Hause. Bleibt gesund, gerade in der Corona-Zeit. Stay at home. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao.